Was geht ab, Leute? Holzi am Start und heute schauen wir uns mal eine Compilation von dem kleinsten, besten Fußballspieler aller Zeiten an. Ich bin ja der kleinste, beste Torwart aller Zeiten, Hugo. Und er ist der kleinste, beste Fußballspieler aller Zeiten, nämlich Messi. 1,50 Meter groß, aber extrem krass am Ball. Das Video heißt When Famous Players Destroyed by Lionel Messi. Also Lionel Messi nimmt jetzt hier alle geilen Spieler hops. Ich habe das Video noch nicht gesehen, deswegen bin ich gespannt, wen er da hops nimmt und ob es wirklich stimmt. Deswegen, wir starten direkt rein. Let's go. Okay. Schon mal ein geiles Intro hier. Jackie MT, Grüße gehen raus. Das ist der Kanal, der das hier zusammengeschnibbelt hat. Okay, jetzt muss ich erst mal gucken, wo Messi hier ist. Okay. Unten steht wohl immer der Name von dem Gegenspieler, den er gerade zerstört. Ja, Fabinho. Keine Chance da. Wieder Fabinho. Die kommen da wohl ins Straucheln. Der Son? Alter, Son kommt ja gar nicht klar. Der ist ja fast noch hingefallen. Ich finde, Messi lässt es so. Sneaky! Gegen Toni Kroos. Das war nicht großartig. Oh, Panna! Ei, Toni Kroos wird ja richtig hops genommen. Toni Kroos und Marcello. Jetzt haben wir Marcello. Ui, ja, muss man faul her. Gegen Virgil van Dijk. Ich glaube, Messi ist der einzige Spieler, der Virgil van Dijk austricksen kann, oder? Vidal und Pogba. Oh mein Gott. Das sind hier die krassesten der krassesten Gegner, aber die haben... Oh, Arjen Robben, das bin ja ich eigentlich. Die haben einfach keine Chance. Ich finde, Messi lässt es so leicht aussehen. Wird es aber einfach so da durchmarschiert. Tut er ja auch, aber... Digga, das muss man doch irgendwie verteidigen können. Alter, eine Körperdrehung, drei Leute ausgetrickst. Geisteskrank. Boah, holst du den Ball noch zurück? Messi, ein kleines Kampfschwein hier, ne? Alter, geht einfach um den Spieler rum, ist wieder keine Chance. Modric und Bale war kurz hier hops genommen. Die kommen einfach gar nicht an den Ball, das geht doch nicht. Alter, schöner Lupfer. Und immer treten die den kleinen Messi um. Der Arme, ey. Was der schon alles mitmachen musste. Ja, nicht mit ihm. Nicht mit ihm! Gegen die Baller. Oh, die Baller fast hingeflogen. Oh mein Gott, die Baller. Ehre komplett. Guck mal, der fällt erst was hin. Und dann, was macht er da mit seinem Fuß? Oh mein Gott. Er weiß ja selber, ey, Junge. Das werde ich in irgendeiner Compilation sehen. Alter. Gegen die Maria. Auch noch auf so engem Raum. Ball abgenommen und dann noch einen ausgetrickst. Und wieder die Maria. Tschüss. Brötchen holen geschickt. Wieder. Oh, Baller gegen die Maria. Ey, ich hätte gar keinen Bock, gegen Messi zu spielen, ohne Witz. Also doch schon, weil da kann ich einmal sagen, ich habe gegen Messi gespielt, aber... Digga. Digga, das ist ja unglaublich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wer hat den denn gemacht? Boah, Junge. Ich fühle den auch so eng, das ist unglaublich. Casemiro, Panna. Oh, Casemiro kommt gar nicht klar. Oh mein Gott, ja, war klar, dass er da nochmal nachtritt, ne? Das lässt der Casemiro nicht mit sich machen. Da wollte er wieder faulen, hat er aber nicht geschafft. Oh mein Gott. Geh verkaufen, Bruder, geh verkaufen. Meld dich einfach ab bei Real, sag, du hörst auf, du beendest Karriere. Sheesh, spring einfach drüber über die Rätsel. Dabei hätte man gedacht, dass Touré den eher bekommt. Oh mein Gott, Kedira. Oh mein Gott, Kedira, Alter. Die Deutschen werden hier auch gut hops genommen. Oh. Ey, Junge, ist ja nicht mehr normal. Ja, wie viele Spieler da sind und keiner kann den Ball abnehmen. Oh mein Gott. Fernandinho.
Und wieder ein Fun-Up. Die Lamborghini. Das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja wirklich nicht mehr normal. Park Ji-sung, den Spieler kenne ich jetzt mal nicht. Oh mein Gott. Digga, wie viele Pannas er jetzt schon in diesem Video gegeben hat. Das ist ja wirklich anders. Eine Täuschung und schon kommt die... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Fabregas fällt noch voll hin. Hey Junge. James, James Rodriguez. Hä, war da Hand mit im Spiel? Ist das aus, als ob der Hand genommen hat? Der reklamiert auch Hand, oder? Was war da los? Oh mein Gott, der war so klar. Der war so offensichtlich. Oh mein Gott, Roberto Carlos, komm gar nicht klar. Alter. Oh mein Gott, warum macht der denn nicht rein? Özil? Wird auch komplett daneben. Digga. Digga, er nimmt halt wirklich alle Hops so, ne? Das ist so unglaublich. Das ist unglaublich. Junge. Mats Hummels auch mal kurz Brötchen holen geschickt. War direkt ein Panner. Boah. Marcelo hat schon abgebrochen, er hat schon gesehen, ey, kriege ich gar nicht den Ball, komm, ist egal, gehe ich gar nicht mehr drauf. Versuch doch nur damit Körper zu spielen und den irgendwie zu Fall zu bringen, ne? Boah, sneaky. Alter Falter. Boah. Junge, das ist einfach schön anzusehen, Leute. Das ist ein Augenschmaus. Oh mein Gott. Oh mein, okay. An Ramos gescheitert, Rambo Ramos. Ah, Ronaldo kurz mal vernascht. Da waren die beiden nur jung. Sehen wir hier mal ein Tor? Ja, das erste Tor von Messi. Jawohl. Aber Leute, es geht ja hier auch darum, wie er Spieler destroyed, zerstört, für die Leute, die kein Englisch können. Cookie. Oh, Cookie rausgerutscht. Digga, der ist ja voll weggeflogen. Schon wieder. Der kommt ja gar nicht klar, Kamera. Alter. Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga. Digga, wie kommt der da überhaupt noch mit seinen Füßen hin? Das sieht so aus, als ob der Ball schon dreimal verloren ist, aber trotzdem ist der noch am Ball. Das kann doch nicht sein. Oh, da hat Panna einmal nicht geklappt. Thomas Müller. Ja, gut. Den vernasche ich, glaube ich, auch noch in der Challenge. Oh mein Gott. Alle Hops genommen. Digga. Und nochmal gegen Ramos. Ja. Wollte schon auf den Boden schmeißen. Und jetzt auch Ramos. Boateng. Oh, das war doch dieser. Das wird einfach wie so ein Baum. Also Boateng, trotzdem einer der krassesten Verteidiger. Der hat auch damals, glaube ich, in irgendeinem Interview gesagt, es ist unmöglich, Messi zu verteidigen und er würde gerne mal sehen, wie die Kritiker ihn verteidigen würden, wenn er schon so aussieht. OMG. Das war die Abschlussszene des Tages, Leute. Boateng fällt einfach wie so ein gefällter Baum. Das
legendär, legendäre Szene. Messi am Ball, unglaublich. Also wirklich, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt oh mein Gott oder sonst was gesagt habe. Es war wahrscheinlich über 30 Mal, weil es wirklich so krass und insane war. Krasser Spieler, wahrscheinlich der beste aller Zeiten, aktuell auf jeden Fall. Mit Ronaldo natürlich an der Spitze. Macht einfach Spaß, den beiden zuzusehen, auch wenn die beiden sehr unterschiedlich sind. Messi am Ball, Digga, du kannst ihn ja einfach nicht vom Ball trennen. Der gibt dir einfach einen Panner oder du fällst dann halt einfach um wie Boateng. Also legendäres Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video und schreibt gerne in die Kommentare, auf was ich als nächstes reagieren soll. Deswegen haut rein. Ciao.